Herzlich willkommen auf dem Kanal Ultimate Manga und Anime. Es gibt immer nur eine Wahrheit und hier findet ihr sie. Ja, es gibt mal wieder einen neuen Schuber von One Piece. Und zwar sind wir jetzt schon beim vierten angelangt. Hier steht auch jetzt Episode 4. Ich weiß gar nicht, ob das vorher auch immer dabei stand. Das ist jetzt der Water 7 Schuber mit den Bänden 33 bis 45. Wobei das eigentlich nicht so ganz stimmt, weil hier sind auch noch so ein paar andere Story-Arcs, kleinere Story-Arcs mit enthalten. Obwohl, was heißt kleinere Story-Arcs? Also, wir haben noch den Baby-Backfight-Arc, dann einen kurzen Zusammenprall mit Aokiji. Dann kommt Water 7 und dann haben wir noch Enies Lobby, was ein sehr großer Arc eigentlich ist. Achso, der Schuber hat wie immer 12 Euro gekostet, der Leerschuber. Ich habe zwar nur wenige Bände von diesem Arc, was wirklich merkwürdig ist, weil ich meine, das ist mein absoluter Lieblings-One-Piece-Story-Arc. Aber trotzdem, ironischerweise, ist das der Arc, von dem ich die wenigsten Bände hatte, bevor ich dieses Video aufgenommen, also jetzt aufgenommen habe. Ich habe mir einfach jetzt, als ich den Schuber gekauft habe, beziehungsweise den hatte ich vorbestellt über Carlsen, aber als ich die Meldung bekommen habe, dass der verschickt wurde, habe ich mir einfach kurzerhand alle Bände schnell bei Amazon neu bestellt, die mir halt noch fehlen, weil das für mich immer noch günstiger ist, als den befüllten Schuber zu kaufen. Obwohl da jetzt auch, glaube ich, 56 oder 57 Euro zusammenkamen. Aber es ist auch so krass, Leute. Ich muss wirklich mal wieder ranten, wie teuer die Mangas geworden sind mittlerweile. Das gibt es doch gar nicht. Also wenn ich bedenke, dass diese ganzen Bände hier mal alle 5 Euro gekostet haben, nur als die neu rauskamen. Und jetzt kostet jeder einzelne davon einfach 7 Euro. Also eine Preiserhöhung von 2 Euro. Es ist schon wirklich heftig. Ja, das Pappdinge war halt innen drin. So, wir werden wie immer gucken, wie viele Bände hier reingehen, beziehungsweise ob vielleicht noch irgendwas anderes mit reingeht. Ich habe hier so ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier auch One Piece Yellow mit reinkriege. Moment, ich zeig's gerade. Das hier ist das dritte Databook von One Piece und das fasst alle Informationen bis einschließlich dem Ende vom Enies Lobby Arc zusammen. Deswegen würde das hier optimal reinpassen. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch und lege das schon direkt unten rein. Achso, ich habe den ja noch gar nicht von allen Seiten gezeigt. Ich bin auch ein bisschen gaga. Also da haben wir hier auf der einen Seite die CP9. Das sind ja die Gegner in diesem Story Arc. Dann haben wir hier Ruffy, Sogeking und Sanji. Sowie Oma Kokolo. Ich glaube, die Viecher hießen Sodom und Gomorra. Kann das sein? Und Gonbe, der Hase. Was, by the way, auch der japanische Name von Mamfaxo, dem Pokémon, ist. Also, heißt das jetzt, man hätte Gonbe in den deutschen Bänden in Mamfaxo umbenennen müssen? Ja, Episode of Water 7. Wie immer ist das so aufgemacht wie Buchrücken von Romanen. Dann haben wir hier einmal dieses Bild von Oma Kokolo. Was zur Hölle? Keine Ahnung, wir machen einfach weiter und ignorieren das. Ja, Oma Kokolo sagt hier, es sieht nach Aqua Laguna aus. Ich will leben! Die legendäre Szene. Und Sogeking? Wer ist das denn? Ja. So ein paar bezeichnende Momente aus dem Arc einfach. Ich finde es immer noch befremdlich, dass hier oben so eine generelle Zusammenfassung der Story ist und hätte es besser gefunden, man hätte wirklich bei jedem Schuber den jeweiligen Arc eben auch da oben zusammengefasst oder es meinetwegen auch komplett weggelassen, weil ganz ehrlich, wer braucht das? Naja, gut. Genug gemotzt. So ist richtig rum, ja. Das Poster muss nochmal richtig belegt werden. So.
Und dann geht's ans Befüllen. So, fang an mit One Piece Yellow. Bin einfach mal so optimistisch. Das Problem ist, gerade hier bei dem Story Arc gab es viele Sammelkarten in den Erstauflagenbänden immer. Und weil ich die Erstauflagen nicht habe, bin ich hingegangen und habe mir diese Karten dann so gebraucht irgendwie nachgekauft, damit ich mir die dann, wenn ich mir die dann irgendwann doch mal kaufe, einfach da reinstecken kann in die Bände, obwohl die 14. Auflage oder sonst was sind. Und dann einfach so tun kann, als wäre es die erste Auflage, um mich besser zu fühlen. Ja, und was ich auch sehr schön finde, ist, dass man hier in dem Dreh auch immer häufiger weggegangen ist von diesem blauen Rahmen und dem orangenen Logo, der ja sonst immer auf allen Bänden drauf ist, und auch mal so mutig war, andere Logofarben auszuprobieren, andere Hintergrundfarben. Also hier bei Band 44 seht ihr das eben. Band 43, wobei ich den zurückgehen lassen werde, der ist eben erst angekommen von Amazon und ihr seht, der hat halt hier so voll die Knicke. Und bei 7 Euro finde ich, darf sowas nicht sein. Dann Band 42. Und Band 41. Das war der allererste Band, wo sie es so gemacht haben, dass sie die Originalhintergrundfarbe beibehalten haben und die Logofarbe. Ja, also irgendwann kommen wir an den Punkt, wo sie das nur noch so gemacht haben. Aber in der Anfangszeit von One Piece war das eben noch eine Seltenheit, leider. Ich finde, das hat halt echt viele Cover-Motive zerstört und lässt sie halt nicht so gut zur Geltung kommen, wie wenn man das mal im Original sieht. Die japanischen Originalcovers sind halt schon schöner. Aber der Grund dahinter war einfach, dass es bei One Piece Lesern wohl der Fall war, dass sie dann in Laden gerannt sind, haben einfach nur nach dem blauen Buchrücken Ausschau gehalten. Und die hat das dann irritiert, wenn auf einmal nicht dieser blaue Rahmen drumherum war, sondern eine andere Farbe. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, man, wer ist denn so blöd und rafft nicht, dass er ein One-Piece-Band in der Hand hat, nur weil die Farbe anders ist als sonst. Naja, aber offensichtlich gibt es so Spezies. Ah, hier ist, glaube ich, der erste Band, wo, genau, da gab es in der ersten Auflage diese Shanks-Karte. Ich habe sie sogar doppelt abstauben können. Keine Ahnung, warum. Ja, Band 39. Es ist echt schade, dass ich so wenig Zeit habe aktuell. Ja, das Motiv ist ja auch auf dem Schuba drauf, Band 38. Sodass ich gar nicht dazu komme, One Piece zu lesen. Also ich bin irgendwie immer noch in der Mitte von Band 3. Also ich habe Ewigkeiten für die ersten zwei Bände gebraucht. Das ist wirklich schlimm. Band 37, wobei ich jetzt erstmal einen Break mache und mir die Romane durchlesen werde, weil da gibt es ja auch diese Novels Nieder mit Gunsack. Und Nieder mit Gunsack spielt halt genau zu dem Zeitpunkt, wo Ruffy, Zorro und Nami zusammengekommen sind als Team, also bevor Lysop eingeführt wurde eben. Deswegen passt es jetzt an der Stelle im Manga ganz gut, obwohl das natürlich nicht Kanon ist. Ja. Dann haben wir hier Band 36 und auch dieser Band hatte in der Erstauflage eine Sammelkarte dabei, die ich mir dann hinterher noch beschafft habe, nämlich zum Kämpfen berufen. Es wird nicht scharf, warum? Warum wirst du nicht scharf, du Pisskuh? So, geht doch. Ja, habe ich mir dann auch hier reingepackt, damit ich einfach das Feeling habe, dass das hier die erste Auflage ist, obwohl das eigentlich die 13. Auflage ist. Ja. So, Band 36. Könnte eng werden. Ja, Band 35 habe ich mir gebraucht irgendwann mal nachgekauft. Sieht man auch, also der ist schon echt in einem beschissenen Zustand. Auch mega vergilbt. Ich glaube, das hier ist tatsächlich sogar erste Auflage. Da hat der Band halt auch noch 5 Euro gekostet, noch keine 7 Euro. Wobei ich mir halt andererseits denke, ich meine, ich habe so viele One-Piece-Bände als Mängelexemplare geshoppt. Da gleicht sich das dann irgendwie aus, wenn ich mir jetzt diese Bände dann teurer nachkaufe. Aber trotzdem ärgert einen das schon.
Also 2 Euro ist ja wirklich saftig. Ja, es könnte wirklich ein bisschen eng werden. Jetzt haben wir hier Band 33. Ich finde das sowieso so krass, dass der Davy Backfight im Manga in einem einzigen Band abgehandelt wurde. Und im Anime hat sich das ewig in die Länge gezogen. Das ist krass, oder? Und ich glaube, da kann man wirklich mit voller Überzeugung sagen, dass das der unbeliebteste Story-Arc in der ganzen Fandom von One Piece ist, dass den wirklich keiner leiden kann. Und ausgerechnet dieser Arc wurde im Anime so gestreckt. Warum auch immer. Weil wenn das dann genau wie im Manga halt dann wirklich nur so 3-4 Folgen gewesen wären, also wenn man das jetzt so umrechnet, die Kapitel in Anime-Folgen, dann wäre das ja voll klar gegangen, da hätte sich da keiner drüber aufgeregt. Das ist halt dann so ein kurzes Intermezzo. Oh Leute, ich glaube, ich ziehe den Band jetzt gerade nochmal raus. Geht ja hier echt schwierig rein. So. Aber ich glaube, das könnte echt passen. Ja, das ist doch super. Das ist doch genial, oder? Also da freue ich mich gerade wirklich mega, dass Carlsen genug Platz gelassen hat hier bei dem Schuber. Oh. Um dass man sogar noch One Piece Yellow mit reinbekommt. Also es passt halt wirklich wie Arsch auf Eimer, wie gesagt, weil das genau das Databook ist, das bis hierhin, bis zu dem Band eben die Story abdeckt und die Charaktere, die vorkommen. Also das passt halt wirklich perfekt an diese Stelle hier. Also ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr die Databooks lesen wollt, wenn ihr den Manga auch lest, dass ihr das One Piece Yellow Databook eben nach Band 45 lest. One Piece Green würde ich dann erst nach Marineford empfehlen. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir das da auch dann in den passenden Schuber reinkriegen. Ja. Nee, das hat super gepasst. Da bin ich echt happy drüber. Jetzt habe ich auch endlich diesen Story-Arc komplett. Man sieht sofort, welchen Band ich gebraucht gekauft habe. An dem Carlsen-Logo. Ja, aber ich stelle es ja sowieso dann andersrum ins Regal. Von daher passt das schon. Ja, wie gesagt, ich bin happy, dass One Piece Yellow mit reinpasst. Viele schimpfen ja immer darüber, dass so viel Platz ist bei diesen Schubern, aber ich finde das eigentlich genial, dass man auch so Zusatzbände dann mit da drin verstauen kann. Es hat ja auch beim Alabaster-Arc perfekt gepasst mit One Piece Red und Blue, weil das ja auch genau die Databooks zu der Story bis einschließlich dem Ende vom Alabaster-Arc sind. Ja. Was hatten wir bei Skype hier nochmal dazu gepackt? Ach ja, Wanted. Ja, so, ich meine, irgendwas passt immer. Irgendwas findet sich immer, was dann mit reinpasst in die Schuba. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es sind ja auch jetzt ganz viele neue Spin-Off-Mangas von One Piece angekündigt. Von Episode A heißt der, glaube ich. Also dieser Ace-Manga vom Dr. Stone-Zeichen, also von Boichi. Da ist ja schon Band 1 draußen und da kommt, glaube ich, noch einer und dann ist das auch abgeschlossen. Jetzt ist auch Sanjis Food Wars angekündigt worden. Dann gibt es ja auch noch hier Chopperman Lehrer und Meister, beziehungsweise die fünfteilige Chopperman-Reihe. Wobei ich auch da sagen muss, die ist ultra schwer zu bekommen mittlerweile. Also die erzielt jetzt ultra krasse Sammlerwerte. Habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht noch eine Massiv-Edition bekommt. Weil das echt abnormal ist, wie teuer die fünfbändige Mini-Reihe geworden ist mittlerweile. Unter Sammlern. Wie gesagt, 2 von den Bänden wollte ich noch umtauschen. Ich glaube hier Band 41 und 43. Weil die so unschöne Knicke hatten. Bei Band 41 war der Knick so vorne am Cover. Deswegen fliegen die nochmal raus. Ich wollte jetzt einfach mal sehen, wie viele Bände und was für Bände da reinpassen. Ich hoffe, euch gefällt auch mein neues Kanal-Intro und Outro, die jetzt eine Weile schon in meinen Videos vorkommen und auch noch in Zukunft vorkommen werden, weil ich so happy darüber bin, dass ich auf dem Cosday eben diese Audios ergattern konnte von meinen Lieblingssynchronsprechern. Ich versuche halt jetzt, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, nur noch wöchentlich Videos hochzuladen, aber dafür dann auch wirklich halbwegs zuverlässig immer samstags 19 Uhr. Das ist so mein Ziel. Jeden Samstag 19 Uhr gibt es hier ein Video. Natürlich poste ich zwischendrin auch mal kleinere, kürzere Sachen, aber ein richtiges
viertelstündiges oder längeres Video gibt es dann immer nur samstags 19 Uhr. Ich hoffe, das ist in Ordnung so für euch und ihr merkt euch das vor. Also ich würde mich mega freuen, wenn ihr dann wirklich samstags 19 Uhr immer dabei wärt oder eben zumindest das im Hinterkopf behaltet und dann vielleicht sonntags oder montags die Videos nachschaut. Ja, das wäre einfach so mein Herzenswunsch, dass ihr mir treu bleibt, auch wenn wesentlich weniger Uploads kommen als früher. Aber dieser wöchentliche Rhythmus ist für mich einfach gerade so machbar und mit meinem Alltag vereinbar. Alles andere werde ich einfach nicht mehr hinkriegen. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch die Schuba kauft oder ob euch One Piece zu lang ist. Wartet ihr vielleicht auf eine Massiv-Edition oder ja, wie ist bei euch so der Stand der Dinge? Oder liest ihr euch die Kapitel lieber im Internet durch? Das würde mich mal interessieren. Dann bis zum nächsten Mal. Hey, hier spricht euer Mausebein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut unbedingt auch mal auf Instagram und Discord vorbei, wo die richtig coolen Detective Boys abhängen.